Blenden, das ist jetzt der Beginn von diesem Demonstrationszug. Da kommt vorneweg Ich war jetzt Polizeikolonne nebenher und links dran Deadlock willkommen. dieser Stromkasten, den ihr da sehen könnt. Das war dann mein Podest. Da bin ich dann auch gleich hochgejumpt, um da einen besseren Blick zu haben. Das sieht man jetzt hier. Ein. Seven for, seven against. Cast and recast seven times. So, it is decided. The fleet has been retrofitted and redeployed to begin at once. New lanes. Trawling. For old things. By Prophet and Void, by the Blessed Handless Founder, we hereby invoke the Deadlock Protocol. It. So. Solaris, BU Sumpfer, Mail Agent, Crud Diver, or Pit Boss. Hear this. Your comrades, your friends, your family, good people with clear debts, are being taken. Vanished. Neth Anyo, in his hubris, is writing checks and cashing them with Solaris lives. There is upset in the halls of Corpus Power. The foundations of their kleptocracy tremble. To Neth, we say this. You are seen. To the Solaris, make yourselves heard. To those who have aided us in the past, join us now. You are needed. Acht, vierundzwanzig. Ah ja, boah, nein, kriegt mich schon noch anscheinend. Boah. Zusammengekommen, eine Weile. So, jetzt kommen wir uns aber erstmal im Deadlock-Protokoll. Und wir starten den Stream wieder. Sozusagen, und ab jetzt müsste dann. Ah, jetzt genau, jetzt hat der Herr Stein seinen Punkt gefunden und da geht's los. Also, vorneweg Polizei, das Ganze zum Absichern und Wegegeleit, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und dann im Hintergrund sieht man hier dann schon wunderbar, hier kam die Spitze von dem Demonstrationszug an. Ja. Und da kamen dann ganz viele. Und einige von diesen ganz vielen haben dich dann auch erkannt, Robert. Und du wolltest irgendwie gar nicht wieder runter von diesem Kasten. Also ich habe, glaube ich, weiß noch, nach 5 Minuten oder so habe ich dann gesagt, oh, Robert, das reicht ja jetzt. Die Einstellung haben wir jetzt. The Corpus founder, some long-dead cove named Parvus Granum, carries a lot of messianic clout. Well, Neff's claiming the old man's got an heir. If true, that heir can, by rights, claim total control of the board. Board schisms and infighting might be the main reason SU survived this long. If the board unifies under one person, one found by Neff, our people will never see daylight. I need you on this. You in? Auch, ja, und du meintest dann nur noch ein paar Minuten. Ja,
Ich hab noch einen kleinen Zusammenschnitt für später. Das sehen wir dann auch warum. Warum du da nicht runter wolltest. Ja, das hat auch einen gewissen Grund. Weil erstes Mal hatte ich da wirklich einen guten Überblick. Ich weiß von verschiedenen Demos, auch in München, da habe ich immer bei der Sieben gefilmt. Wenn du da einfach 10 Minuten, 15 Minuten stehst, da kommt immer wieder mal eine Szene, die du sonst nie mitbringst. Man muss einfach draufhalten, einfach gucken, da kommt ein Banner, da kommt ein cooler Typ, da kommt irgendetwas. Und da habe ich halt wirklich dann auch gemerkt, die Leute, die uns da sehen, also mich vor allem mit der Kamera da oben, das war dann wirklich so, dass, ja, wie soll ich das sagen, ich glaube, das nennt sich dann Walking Ovations, ja, also wenn die alle nur wie so rufen, so yeah und super und klatsch, 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 also das war natürlich echt etwas total Großartiges, wenn du deinen eigenen Namen hörst und die Leute freuen sich da dabei, also es ist nicht so, dass ich deswegen diese ganze Arbeit mache, aber es ist ein geiles Feedback, wenn ich merke, hey, das kommt richtig gut an, da was die Leute gesehen haben. So, weiter im Text, zack, hier war dann der Frontwagen und das sind schon die Trommler gewesen, die auch aus Stuttgart angereist sind. Also übrigens sind aus Stuttgart 5000 Menschen angereist, habe ich gehört. Ja? 5000 Schwaben haben sich in Bussen und Fahrzeugen auf den Weg gemacht. Und hier, ach übrigens Frank, hast du das gesehen? Guck mal hier oben, siehst du das? Ja, da ist der Elias T, der hat sich auch entdeckt. Genau, jetzt guck, jetzt sieht man es gerade hier so, jetzt guckt er nochmal, jetzt guckt er zurück und genau jetzt in dem Moment, ey, ja, Robert, das war genial, weil ich habe ihn ja dann auch erst an diesem Tag kennengelernt, wir kannten uns quasi unerkannterweise, also das war super. Ja, und so ging's los und meine Informationen, die ich hatte, waren, dass dieser ganze Demonstrationszug, der war 8 Kilometer lang und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das 8 Kilometer waren, die Strecke, die sie gelaufen sind, oder 8 Kilometer, wo quasi Menschen gelaufen sind hintereinander. Weißt du das, Frank? Nein, woher soll ich das wissen? Gibt ja keine verlässlichen Zahlen zu sowas. Es gibt ja nur Behauptungen, die dann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung völlig übertrieben werden. Dazu dann wieder später mehr, aber ich würde mal schätzen, das sind schon 2-3 Kilometer alleine in dem Moment, wo du auf dem Stromkasten standest, an uns vorbei marschiert. Ja, das war endlos. Also diese, das ging, das und hier, ja, kamen die ersten, die uns erkannt haben. Ja, so hey, Selfie, jawohl. Also das muss ich auch dazu sagen. Also das ist an dem Tag, ich habe das Gefühl, ungefähr 100 Mal passiert, dass uns Leute angesprochen haben. Und das war wirklich ein fantastisches Gefühl und an alle, die wir da getroffen haben, alle lieben Leute, die wir da unten und die wir gesehen haben gestern in Berlin. Super genial, euch zu treffen. Danke für das tolle Feedback. Ihr gebt uns Tinte auf den Füller, ihr gebt uns Treibstoff und Flugbenzin. Das hat uns richtig aufgebaut. Das war großartig. Ja. So, und hier sind wir jetzt angekommen an einer anderen Stelle. Das können wir jetzt überspringen. Da ist jetzt nicht viel passiert gerade. Ja, jetzt erinnere ich mich, die nächste Szene dürfte sein. Da kamen doch jetzt, glaube ich, so ein paar Vermummungen. They fuzzed the band. Keep at it. Ja, der Grund, warum ich jetzt hier so im Hintergrund Podcast und so von meinen Medien aus dem Netz laufen lasse, ist, ich wollte es zwar nie politisch machen, den Kanal, weil wieder nur um Spiele, aber irgendwie passiert da so viel, ich gar nicht schon herkommen und ja. Cool. Ah. Moment, ich suche das gerade noch. Das war relativ am Anfang des Demonstrationszuges und plötzlich fingen da so 20 schwarz vermummte, ja, Kinder an zu rennen, zu brüllen. Genau, hier ist die Situation. Da sind sie schon. Genau. So, also eigentlich hier. Ja, genau. Ach, siehst du, genau. Da, ab da kann man es doch mal mit Ton laufen lassen, ja, oder? So, und jetzt seht ihr
hier die Herrschaften in Schwarz. Und mir war gar nicht klar, was in dem Moment gerade eben passiert. Also ich dachte mir, okay, die hauen jetzt ab oder wo gehen die denn überhaupt hin? Und ich schwimme ein bisschen schneller nach vorne, dass man das sehen kann. Hier, und die haben sich dann da eben auf die Straße gesetzt, um da so eine Sitzblockade zu machen. Und ihr seht ja, wie groß die Straße ist. Also das war... Da ihr das nicht seht, das waren die Leute, die in Schwarz von der Antifa, die da sagen, das sind vielleicht mit Glück 10 Mann. Wir versuchen eine 4-3 oder ja, dreispurige Straße abzusperren. Wait, what? Get that signal back. Gegen den Protest von ein paar hunderttausend, beziehungsweise der später dann auf über 1 Million angefangen. Also der insgesamt scheinbar über 1 Million war in Berlin. Eigentlich ein, das war eigentlich lächerlich, was die da versucht haben. Und die sind dann voll in ihren Sprechgesang gekommen, um jetzt hier so Demo zu machen. Der da hat einfach gesagt, okay, ich setze mich hier auf die Seite hin, damit die nicht noch weiter die Straße zumachen können. Und dieser Demonstrationsteilnehmer hat dann versucht, mit denen ein Gespräch zu führen. Und absolut uneinsichtig. Die haben alle nur ihre Parole gebrüllt. Ja. Aber das Entscheidende war eben, jetzt dann im Laufe der nächsten Minuten sind dreimal so viele Demonstrationsteilnehmer um die rum und haben sie mit Nazis raus angeschrien. Also, das war schon ziemlich aberwitzig, die ganze Situation, muss ich gestehen, ja. Wie hast du das beobachtet, Frank? Ja, das ist schön lustig, die Bilder zu sehen. Antifa wird mit Nazis rausbegrüßt. Richtig so. Zu Faschisten. Ah ja, entschuldige, ich diesen Stream, den ich mir anhören wollte, immer mal unterbrechen. Ja, was zu sagen. Ja, ich habe die Perspektive auch aus einer anderen Perspektive gefilmt. Und ja, in dem Moment dachte ich halt einfach, na gut, jetzt wissen die halt auch mal, wie das ist, wenn man mit als Nazi bebrüllt wird, ja. Aber in dem Moment ist halt einfach nur ein Spießumdrehen gewesen. War eine nette. Ja, war nett. Gehört irgendwie auch dazu. Aber ich meine, die allermeisten haben sich probiert, die sind halt einfach links oder rechts und dann vorbeigegangen. Ja, also ich fand's ziemlich, vor allem dieses junge Mädel hier mit dem blonden Haaren, mit der Sonnenbrille, die war wirklich im roten Bereich. Also die hat so laut geschrien, die war so hyperhysterisch, das kriegt man hier auf dem Bild gar nicht mit. Ich habe echt gedacht, Mensch Mädel, was machst du denn gerade hier? Das ist doch, eigentlich ist das doch überflüssig, diese Aktion. Aber mein Gott. Okay, das war der Weg dann zum... Mucker. I have to protect my people from this trust fund lunatic. Do your thing. I'll check in with my whisper network. Let you know what they're saying. Talk soon. The bronze. So. So. Ach. Mein Gott. Mein Gott, jetzt hab ich schon gesehen, was hier abgeht. Got dirt that isn't safe to shovel out in the open. You know where to meet. Dieses blöden Story Quest neben dem Podcast. Muss man schon mal entscheiden, was man anhört. Brandenburger Tor. Da sind wir dann davor gelaufen. Und hier dann eben noch der letzte Rest von dem Zug da in der. Ah, nee. Geht ja das Quest weiter mit noch mehr Gelaber. Kann ich ja nicht gleich weitermachen mit dem Stream. Wo sind wir denn eigentlich? Oh, gleich.
Vielleicht schon wieder eine Viertelstunde. So, gehen wir jetzt hier nochmal. So, Neff's making a succession play. Sumper thinks he can prove he's a sprog of noble descent. No idea how. Parvus was assassinated before any of us were an itch. Biz? Look familiar, Outworlder. Warframe, yes, but one of a kind. Protea. Legend says she was built specifically for and assigned to one Parvos Granum. Yes, part of a deal Granum cut with the Orokin themselves. Granum was no amateur. He had real power. Our ear inside says Neff's techs have found a lead on Protea's whereabouts. Protean Traces, they're calling them. Granum, the original taxman. Killed when someone, a board member most likely, sabotaged the void drive of his personal transport. Neff wants gene proof, but there's nothing left to scan. And yet, so they believe, they found Granum's Warframe bodyguard, who was with Granum when that void drive went critical. So, who is to say what's true? Our people are vanishing because of this. That's true, I know it. I don't care if Parvus Granum is dead, alive, or making change tap dancing in a Grenier officer's mess. Sparky, you find what Neff's looking for. You'll find out what happened to our people. Get on it. Zurück zum Orbiter und dann machen wir erstmal Schluss mit dem Video. Dann geht's zum nächsten Video weiter. Wo geht's denn jetzt hin? Achso, erstmal Aufnahme.